Ganz links. Ganz links wäre es gewesen, ja. Hätte, ja. Hätte. Du zahlst das Bier heute Abend. Ja. Und das Ganze spielt sich jetzt im Grunde wie so ein God of War Light, könnte man sagen. Ja, mir ist also sofort in den Kopf gekommen Batman. Aber es ist zumindest ein bisschen herausfordernd. Ein bisschen also Fluchen gehört dazu, ja. Was wir hier nicht tun. Wir machen ja familienfreundliche Unterhaltung. Immer. Herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play Video. Diesmal geht es um das Spiel Hand of Fate. Genau. Nicht Hands of Fate, wie vorhin gesagt. Ja, Felix ist hier, mein Name ist Olaf und beginnen wir doch ja. Mit diesem wunderbaren Indie-Spiel, das erfolgreich gekickstartet wurde. Ja, und zwar schon im November 2013. Ja. Und dann war das ziemlich lange im Early Access und man konnte es eigentlich auch schon rauf und runter spielen. Und jetzt ist es aber mit 1.0 endlich aus dem Early Access raus. Das heißt, wir können es jetzt komplett durchspielen. Werden wir jetzt hier aber nicht tun. Ich bin schon froh, wenn wir nicht zwischendrin drauf gehen. Übrigens nicht wundern, da unten ne, das Xbox-Symbol. Wir könnten es zwar auch mit Maus und Tastatur spielen, tun wir aber nicht. Ich persönlich finde, es spielt sich mit Gamepad ein klein bisschen besser. Aber mit Maus und Tastatur geht's auch. So, Hand of Fate. Was tun wir hier? Im Grunde ist der Gedanke von dem Ding, und das finde ich extrem schön, dass ein Kartenspiel so zum Leben erweckt wird. Und zwar hast du hier diese Bosse, ja, das sind alles einzelne Bosse, die musst du besiegen. Jeder Boss steht quasi für ein Abenteuer. Und diesen hier, den habe ich erst vor einer Viertelstunde mit Ach und Krach bezwungen. Da bin ich fürchterlich draufgegangen. Und ich weiß nicht, sollen wir den nehmen oder wollen wir den nächsten einfach starten? Was möchtest du lieber? Fangen wir doch mal mit dem Staubkönig an. Der Staubkönig, wo ist denn der? Da. Ja, so. Da genau. So. Das Ganze ist quasi ein Duell mit diesem Herrn, den man eben gesehen hat, nicht? Ja, also der ist mehr oder weniger der Game Master, der bereitet die Karten für dich und führt dich dann da so durch. Und man weiß aber, also ich habe es ja auch noch nicht durchgespielt, ich weiß nicht, ob das noch rauskommt, was der für eine Agenda hat, was der eigentlich von dir will, warum er das macht. Ist aber auch eigentlich egal. Er gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, für so jedes Abenteuer gehen wir erstmal hier in den Deckassistenten. Da können wir uns unsere Kartenstapel zusammenstellen. Das ist hier einmal unsere Ausrüstung. Die Waffen oben, die vier Waffen. Das ist das Zeug, was wir nicht in unserem Stapel haben. Unten ist unser Deck. Und oben ist das Zeug, was wir jetzt noch reintun könnten. Ach so, okay. Und das ist jetzt quasi der Ausrüstungsstapel. Wenn wir jetzt mal Ausrüstungskarten gewinnen sollten, dann werden die halt aus diesem Stapel gezogen. Das heißt nicht, dass wir die alle automatisch kriegen, aber die Chance besteht. So, und das sind jetzt die Ereignisse und Abenteuer, die wir da in diesem Durchgang. Also quasi die Vorlage für das Szenario des Spielablaufs dann. Genau, das sehen wir jetzt auch gleich. Das ist jetzt natürlich etwas kryptisch, aber das sehen wir gleich. Das ist eigentlich sehr cool gemacht. Und da kann ich mir also auch selbst ein bisschen zusammenstellen, welche Ereignisse ich da haben möchte oder auf was ich Lust habe. Und manche Sachen, naja, habe ich schon gemerkt, sind etwas einfacher als andere. Aber das sehen wir jetzt gleich. Du kannst dir aber auch einfach ein Deck empfehlen lassen, du musst es nicht machen, wenn du willst. Du kannst einfach hier einen Tastendruck und das Spiel stellt dir das zusammen. Habe ich auch ein paar Mal genutzt, warum nicht? So. Der freundliche Herr zeigt uns jetzt erstmal, was für Karten er noch in die Partie einbringt. Mhm. Zufällig dann. Genau, das ist alles zufällig. So, jetzt in der Mitte sehen wir unsere Spielfigur. Und wir können jetzt halt auswählen, in welche Richtung wir gehen. Eine von diesen vier Karten wird ein Ausgang sein, da geht es dann auf die nächste Ebene. Wir nehmen jetzt einfach mal irgendeine. So, das ist eigentlich immer gut. Hilfreicher Priester heißt, wir werden uns jetzt nicht prügeln müssen. Du triffst einen wandernden Priester, der dich freundlich begrüßt. Für einen kleinen Teil deiner Vorräte kann ich dich im Namen der alten Götter segnen. Und jetzt kannst du... Ich kann ihm Ration geben oder ich kann es ablehnen. Was wäre, wenn du es ablehnen würdest? Dann passiert nichts. Aber es ist eigentlich schade, weil... er verspricht uns ja einen Segen und Segen ist super, weil das ist ein passiver Bonus, der begleitet uns dann dieses ganze Abenteuer durch. Rationen sollte man aber nicht so leichtfertig verschenken. Also die Hälfte ist eigentlich schon eine Hausnummer, weil, das sehen wir gleich noch, jedes Mal, wenn du auf eine neue Karte ziehst, verbrauchst du eine von deinen Rationen, das sieht man links unten. Also links unten sieht man Gesundheit, Ration und Gold. Du hast 0 Gold, 14 Rationen und Gesundheit 100, also voll. Also ich würde sagen, wir geben ihm jetzt mal die Ration, weil wir einfach... Blödsinn. Wann verlierst du Rationen? Jedes Mal, wenn du auf eine Karte gehst, geht dir eine Nahrungseinheit verloren. Und wenn du auf 0 bist, dann verlierst du 10 Lebenspunkte pro Bewegung. Das klingt am Anfang noch harmlos,
stört einen auch in den ersten Partien nicht, aber später wird es furchtbar, weil du dann wirklich darauf achten musst, dass du halt nicht zu viel Nahrung verschwendest. So, Achtung, enormer Erfolg wollen wir. Ganz links. Sicher? Ja, ganz sicher. Ganz links. Okay, ich hätte das Tote von links gesagt, aber ich vertraue dir. Okay, wir können beide nichts. Achso, enormer Erfolg gab es aber auch. Also es gab einen enormen Erfolg. Ja, also da kannst du jetzt nichts falsch machen. Wir geben ihm ja schon das Essen. Ja. So, es ist vollbracht. Ja, ziehe eine Segenskarte, machen wir. Bei jedem Treffer teilt der Spieler 2 mehr Schaden pro erhaltenem Segen aus. Okay, nehmen wir. Gekauft. So, jetzt müssen wir wieder zurück, logischerweise. Ja, jetzt haben wir gesehen, links eine Ration weg. Jetzt haben wir einen anderen hier. Jetzt hast du noch 5. Ja, wir haben jetzt schon von 14 auf 5. Ja. Ja, und wir haben gerade erst mal 2 Karten ausgespielt. So, du triffst auf einen verletzten Abenteurer, dessen verbeulte und blutige Rüstung dir verrät, dass er vor kurzem ein Kampf verwickelt war. So, machen wir natürlich. Was bekümmert ihn? Ich habe eine Bande von Dieben verfolgt, die mein Heimatdorf Funkenheim angriffen. Ich tötete einige von ihnen in einem Hinterhalt, doch ich fürchte, mir fehlt die Kraft, den Rest von ihnen zu stellen. Wenn du nur einen Funken Ehre besitzt, besitzen wir den? Ja, in dem Fall schon. Das findest du diese Schakale und lässt sie büßen. Weil was jetzt passiert ist, jetzt kommt eine neue Karte ins Spiel. Mhm. Die wird jetzt da hier links draufgelegt. Wir wissen jetzt also, dass es da links auf uns wartet. Hat jetzt also die Karte, die vorher da lag, überschrieben. Da ist so, er. Und jetzt machen wir das Held von Funkenheim-Ereignis. So, du hast die Funkenheim-Räuber eingeholt, die dir zurufen, halte ein Abenteurer und gib, oder, und wir teilen unsere Beute mit dir. Ja, das machen wir natürlich nicht, weil wir wollen uns ja hauen. Ja. So. Der Geber zieht dir eine Monsterkarte. Das sind jetzt die Kampfereignisse und gleich mal den Staubbuben. Das war quasi ein Boss, den wir früher schon mal besiegt haben. Mhm. So, und jetzt sehen wir, wie die Kämpfe funktionieren. Das ist nämlich das, was ich vorhin meinte, dass das Kartenspiel quasi zum Leben erweckt wird. Das sieht man jetzt hier richtig cool. Die Schildkarte landet auf deinem Charakter, dann nimmt er den Schild in die Hand, Axtkarte etc. Und genauso spawnen auch die Gegner in die Map. Und das Ganze spielt sich jetzt im Grunde wie so ein God of War Light, könnte man sagen. Ja, mir ist also sofort in den Kopf gekommen Batman. Definitiv Batman, weil das Kampfsystem ähnelt dem extrem einfach. Du hast mit den Kontern. Genau, mit den Kontern. Der Gegner wird schön fokussiert, du weißt aus, konterst direkt, das ist eigentlich ziemlich... Mit den Kontern ist es so, wir sehen jetzt ja hier diese grünen Symbole. Ja. In dem Fall könnte ich jetzt hier Y drücken, wie man tue. Rot kann man übrigens nicht kontern, ganz schlecht. Ja. So, und dann haut er halt gleich eine Konterattacke raus. Ist am Anfang super leicht, also generell habe ich am Anfang gedacht, boah, ist das Spiel simpel. Das habe ich ja in 5 Minuten durchgespielt. Aber mittlerweile bin ich schon ein paar Mal gestorben, also es wird schwerer. So, und ich finde, bei den Kämpfen könnte man vielleicht noch dazu sagen, die waren im Early Access nicht so toll, also ziemlich ungenau und hat noch nicht so richtig Spaß gemacht. Also das haben sie auf jeden Fall schöner gemacht mittlerweile. Mir gefallen sie jetzt besser. Es ist aber trotzdem nicht das beste Kampfsystem aller Zeiten. Also es spielt sich gut genug, sage ich jetzt mal, aber ich finde gerade bei der Kamera oft genug verdeckt die auch einfach mal irgendwie deinen Helden oder irgendwie du bist dann zu weit hinten in die Arena reingelaufen und hast dann irgendwie kein Gefühl mehr dafür, laufe ich gerade in die nächstbeste Bolzenschussfalle oder nicht. Also das wäre besser gegangen. Aber gut. Die Gesundheit, die du jetzt verlierst du aber auch global, oder? Ja. Das, also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, nicht so wie ich, weil ich spiele wieder völlig Mist zusammen. Also jetzt wirst du quasi in den nächsten Kampf dann auch mit 76 Energie... Ja, sehen wir aber gleich. Es gibt natürlich auch Wege, sich zu heilen. Ja. So, jetzt machen wir den erstmal fertig. So, hier und auch da, Batman lässt grüßen. Zeitlupe beim letzten... Mit dem Kick natürlich, ja. Ein bisschen Batman steckt da sicherlich drin. So. Was auch nichts Schlechtes ist. Nein. Jetzt haben wir eine Gewinnkarte bekommen, das ist natürlich super. Ein bisschen Gold. Hätte gerne mehr sein können, aber okay. So, jetzt wegen dem Lebenspunkteverlust, wir haben jetzt ja nur noch 76 von 100, aber mit jeder Ration, die wir jetzt verbrauchen, kriegen wir auch wieder ein bisschen HP hinzu. Und das sollte man echt... 5 jedes Mal, ja. Das sollte man echt im Hinterkopf behalten. Wahrscheinlich auch abhängig von den Ausrüstungen und Gegenständen, die man mit sich trägt und so weiter. Es gibt noch so Boni, da kriegst du dann anstatt 5, 10 pro Ration und so weiter, aber trotzdem... Man muss mit dem Zeug wirklich haushalten. Nicht so wie wir. Wir sind gerade erstmal auf der 2. Ebene. Wir sind jetzt ja durch den Ausgang marschiert und jetzt werden neue Karten aufgelegt. Wir sind jetzt also in der 2. Ebene dieser Runde quasi und haben nur noch eine Ration. Das ist echt schlecht. So. Der Laden.
Für irgendwas braucht man das Gold, ja. Richtig. Und die Läden, auch das ist auch sowas. In den ersten paar Partien denkst du, wozu brauche ich jemals einen Laden? Das Spiel ist so einfach. Mhm. Und später habe ich mich so gefreut, wenn ich dann mal zu einem kam. Was aber auch völliger Zufall ist, nicht? Alles also zufällig. Jeder Ablauf, jede Runde ist anders. Ja. Aufgrund der zufälligen Legung der Karten. Ja. Also das kann auch ganz fürchterlich schief gehen. Ich bin vorhin teilweise fürchterlich verhauen worden und dann war es plötzlich wieder super leicht. Also es ja. Ist halt ja, wie das halt so mit Zufällen ist. Richtig. Manchmal kommt eines aufs andere und dann, das kennen wir auch alles aus Spielen wie zum Beispiel, ja, Darkest Dungeon oder FTL. Selbst FTL zum Beispiel. Ja. Wenn alles auf einmal kommt, dann hast du plötzlich, kriegst du nur noch. Ja, gerade beim Kartenspiel, also ja. Da muss man quasi auch damit leben. So, wir haben uns jetzt hier beim Händler zwei Rationen gekauft, mhm. Mit dem bisschen Gold, das wir haben. Wir hätten uns natürlich auch noch heilen können. Du kannst ja noch Gegenstand verkaufen. Ja, könnte ich, aber ich glaube, ich habe noch nicht so tolles Zeug. Was haben wir denn hier? Die Krone des Rückblicks. Alle Begegnungskarten werden offengelegt, wenn die nächsten Treppen erreicht wurden. Treppen. Hm. Also Treppen ist dann quasi in Ebenen. Genau. Klingt jetzt nicht so toll, ich würde es echt einfach verscherbeln. Weg damit. Vielleicht ist es auch total super und ich hätte es nicht verkaufen sollen, aber dafür trotzdem. Noch Rationen, ja. Genau, weil wir brauchen das Zeug jetzt. So. Her damit. Eine? Wieso eine? Was hat denn 10 gekostet? 30. Okay. Für 10 Rationen. Gehabt, ja. Erschreck mich nicht so, ey. Ich dachte, ich hätte gerade vermisst überhaupt. So, was hätten wir sonst noch kaufen können, wenn wir denn Geld gehabt hätten? Das sind hier so Sonderfertigkeiten. Die können wir dann im Kampf aktivieren. Da, drücke, mach mal zurück auf die eine. Damokles, drücke während des Kampfes rechter Bumper, um Messer in 8 Himmelsrichtungen zu werfen. Was natürlich bei Gegnergruppen super ist. Ja, weil auch durchaus mehr Gegner da ankommen können, als man eben gesehen hat. Ne? Das, allerdings, ja. Ich habe ja nur kurz gespielt, aber da einmal waren, glaube ich, so 8 bis 10 Gegner da. Das war schon ziemlich krass. Ja, spätestens wenn die Rattengegner kommen, das sind immer ziemlich große Gruppen. Okay. Was auch echt eklig sein kann. Die sind so auch kein Problem, aber dann hast du manchmal in den Arenen, die ja auch zufällig sind, manchmal hast du noch irgendwelche Fallen oder dann sind Fernkämpfer da und die machen dir dann das Leben schwer. Das kann schon sehr stark variieren. So, Monsterkarte. Machen wir. Kein Problem. Hoffe ich. So, ich überspringe diese Animation jetzt mal. Die ist zwar sehr schön, aber sie nervt auch irgendwann ein bisschen. Ja. Apropos Ratten. Ja. Kein Problem. Machen wir. Ich hämmer jetzt auch eigentlich nur die Angriffstaste, weil ich mit meiner blöden Axt noch nicht viel machen kann. Es gibt aber auch magische Waffen, die haben dann noch irgendwelche Sonderfähigkeiten. Da kannst du dann irgendwelche Feuerattacken noch machen oder Gegner einfrieren oder so. Also ein bisschen Abwechslung kommt dann in die Kämpfe schon rein mit der Ausrüstung. Aber man darf da echt kein vollwertiges Actionspiel oder so erwarten. Das ist einfach nicht. Auch wenn die Finisher, wie ich finde, sehr hübsch sind. Das gefällt mir sehr gut. Aber es ist halt extrem kurz, ja. Also wie lange hat dieser Kampf jetzt gedauert? Was war das? 6 Sekunden? 7 Sekunden? So. Wenn du Gegner allem noch verwendbarem absuchst, bemerkst du, dass sich einer deiner Gegner nur tot stellt. Schleiche dich an und töte sie. Oder ihn, besser gesagt. Es. Ja, machen wir. So. Okay, nicht Fehlschlag. Okay, jetzt achte auf die Karte. Du bist gefordert. Ganz links wieder, ganz links. Fehlschlag ist ganz links? Nee, ganz links ist Erfolg. Aber wo ist der Fehlschlag, was glaubst du? Ich glaube, der Fehlschlag ist, glaube ich, ja, zweites kann sein oder ganz rechts. Ich weiß es nicht. Okay. Wieso Fehlschlag? Ja, nur, dass wir wissen, was wir nicht nehmen. Ach so, okay, ich dachte, du wolltest jetzt demonstrieren, was passiert. Okay. Du hattest recht. Man kann es nämlich gut sehen, das ist eigentlich auch ganz witzig. Das ist nicht also nur völliger Zufall, sondern man kann die Karten beobachten. Ja, aber manchmal werden sie auch häufiger gemischt und schneller. Das ist echt fies. So, 3 Gewinnkarten. Ausrüstung. Ach, Damokles, cool. Das nehmen wir. Gott sei Dank. Man freut sich über Rationen in diesem Spiel. Gesundheit ist doch alles, läuft doch alles wunderbar. Ja, hätte er mal sich vor dem Abenteuer nochmal eine Packung Snickers oder so. Sind das nur noch 3 Karten? Oder gibt es da auch eine Zeit, wo es dann zu einer weiteren Ebene geht? Da müsste es jetzt eigentlich noch weitergehen. Okay. So. So, für dieses Ereignis, da bietet er uns jetzt so ein Token an, das schwebt da jetzt rechts rum im Bild. Und mit diesen Tokens, wenn wir die sammeln, dann kriegen wir nach Beendigung dieses Abenteuers, kriegen wir dann neue Karten. Das kann eine neue Ausrüstung, neue Ereignisse sein. Und auch Folgekarten, was ich ganz cool finde. Also manche von diesen Karten erzählen ja kleine Geschichten und von denen gibt es dann auch Fortsetzungen. Wenn du irgendeinem Bettler oder so geholfen hast, dann kann es sein, dass der dir dann erzählt, ja, keine Ahnung, hier und da ist irgendwas Tolles passiert und dann kriegst du dafür dann eine Ereigniskarte. Ganz witzig eigentlich. Man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass die eigenen Entscheidungen dann so ein bisschen die künftigen Abenteuer dadurch beeinflussen.
So. Überspringen. Oh nee. So, das viele. Wie viele Umgebungen gibt es da? Also sind das quasi, ist das mal wieder die gleiche Plattform und mit anderen Hintergründen? Nein. Oder? Also es waren, ich weiß jetzt keine Ahnung, wie viele es insgesamt sind. Okay. Ich habe es ja noch nicht durch. Aber ich glaube, so ein Dutzend Arenen oder so haben sie schon designt. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Hatten wir die eben schon mal, oder was? Nee, die noch nicht. Ja, dann ist ja alles gut. Was ist denn das? Nee, Drecksvieh. Was ist, wenn du jetzt sterben würdest? Dann, ist das Spiel komplett vorbei? Nee, das sehen wir dann gleich. So Gott will und wir diese Partie schaffen, sehen wir es dann ja. Dann wird quasi alles wieder zurückgesetzt. Wenn du das geschafft hast, wird alles zurückgesetzt und deine erspielten Karten kommen in deinen Kartenpool. Und wenn wir jetzt sterben sollten, dann haben wir den Boss zwar nicht besiegt, aber wir haben dann zum Beispiel die Tokens, die wir jetzt verdienen, ja. Die würden trotzdem ausgewertet und wir würden ein paar Karten in unseren Pool bekommen. Es ist absehbar, wo der Boss ist? Eigentlich nicht. Also in der Regel am Ende, ne, dieses Weges, den wir hier gehen. Aber der könnte jetzt links oder rechts sein, genauso wie jetzt links oder rechts ein Ausgang sein kann. Und woher weißt du jetzt, dass es noch eine andere Ebene gibt? Weiß ich nicht. Es ist jetzt einfach mal, ich habe das jetzt mal frech unterstellt. Ach so, okay. Das heißt, könnte jetzt sein, dass bei der Karte links, die noch auf dem Tisch liegt, dass da der Boss ist? Vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen so ein Ding grundsätzlich hat, deswegen kann ich dir das jetzt nicht sagen. So. Alles klar, keine Ahnung. Was glaubst du? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich sag ganz links, aber ich liege meistens fürchterlich schlecht. Echt, dann nimm die. Ja? Die zweite. Okay. Ja. Ganz links. Ganz links wäre es gewesen, ja. Hätte. Du zahlst das Bier heute Abend. Ja. Wie immer. So, ja, Magier habe ich nicht so gern, ja, weil sind Fernkämpfe. Also immer wieder. Und das kann in manchen Arenen, wie dieser zum Beispiel, ziemlich scheiße sein. Und da ist dann eine Seite irgendwas, ne? Eine Wand. Ah, das sind noch Pfeile. Okay. Genau, und das wollte ich vorhin sagen. Okay, also ich meinte, wenn die Kamera dann nicht so toll platziert ist, wie hier, ja weil du halt denkst, oh nee, wie weiche ich den jetzt da hinten aus? Da sind ja auch noch welche. Boah, das ist hart. Weil ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel vielleicht höchstens 2 Stunden gespielt und das waren ziemlicher Selbstläufer bis dahin. Ja. Also da merkt man schon deutlich, was auch gehen kann. Ja, ich meine, das ist jetzt alles auch nicht unschaffbar. Ja, also, ja. Aber es ist zumindest ein bisschen herausfordernd. Ein bisschen also Fluchen gehört dazu, was wir hier nicht tun. Wir machen ja familienfreundliche Unterhaltung. Ja, immer. Aber ja, es ist schon so, dass manche Kämpfe irgendwie ziemlich heftig daherkommen und teilweise auch, wo du es jetzt aber halt nicht erwartet hättest. Dann hast du irgend so ein komisches, leppriges Ereignis, so von wegen so, hier, keine Ahnung, da ist ein kleiner Gegner, willst du den für mich besiegen? Und denkst du, ja, warum nicht? Und plötzlich heißt's, so, 3 Gegnerkarten, viel Spaß damit. So. Gut. Sehr gut. Also nicht gut. Ja, 34 von 100 HP. Ja, aber die sind weg und der Effekt am Ende sah schön aus. Diese Zeitlupe ist immer gut. So, bitte ein bisschen Lebenspunkte. Na? Da unten war doch ein Ration Händler. 5, okay. Und jetzt, wenn du nach also links was wir gehst, natürlich machen könnten, ist runter zum Händler marschieren. Wir haben 88 Gold. Dann wäre es aber keine Herausforderung. Jetzt komm, genau, da müsst ihr doch jetzt Mitfahrgelegenheit. Ja, aber dann sterben wir. Mitfahrgelegenheit ist dann doch die nächste Ebene, oder ja. Wie? Ah. Witzig. Noch kannst du es dir überlegen. Ich bin sehr stark für Händler an dieser Stelle. Ja, was willst du? Mitfahren. Ich will dich sterben sehen. Ja, tolles Let's Play. Let's fail. Das muss, das gehört dazu. Man muss ja auch beide Seiten zeigen. Einmal den Erfolg, den Sieg und einmal das Scheitern. Das ist ganz klar. Und den Sieg machst du dann. So. Wanderzirkus. Passt, jo. Ich klicke das jetzt mal durch. Was gibt's da noch? Gibt's da noch irgendwelche anderen Sachen, statt einfach nur zu kämpfen? Gibt es da irgendwie, weiß nicht, Jump-and-Run-Einlagen? Nein. Also habe ich bislang auf jeden Fall nicht gehabt. Nein, ist auch etwas, ich glaube, damit hätten sie sich übernommen, wenn sie jetzt noch das so designt hätten, dass du noch irgendwelche Prince of Persia-mäßigen hier Sprungsequenzen hättest oder Schleichpassagen oder so. Ich glaube, dann hätten sie es, ich meine, ich hätte es cool gefunden, aber ich glaube, die haben schon sehr lang, ich sage ganz rechts. Genau, sage ich auch. Ich glaube, die haben schon sehr lang werkeln müssen, dass das Kampfsystem soweit funktioniert. Und sowas wie Puzzeln oder sowas? Nein.
Leider auch nicht. Hätte ich aber, das hätte ich tatsächlich cool gefunden. Mhm. Also das ist etwas, es hätte auch cool, glaube ich, in das Konzept gepasst. Aber haben sie leider nicht. So, aber enormer Erfolg. Ich bin sehr stolz auf dich. Das, was? Enormer Erfolg gleich nochmal? Ganz toll. Ich sag zweite von links. Ah, ja, genau. Ich trau mich nicht. Okay. Ja, Erfolg, es geht doch. Passt. Ganz rechtswärts gewesen, ja. So, im Zirkus geht's also ab. Ausrüstungskarte nehmen wir, sehr gut. So, und wenn man einen neuen Gegenstand kriegt, kann man ihn sofort auswählen dann. Genau, das würde mich jetzt zum nächsten Punkt bringen, nämlich wir können ja mal einen Blick ins Inventar werfen, das gar nicht mal so hässlich ist. Ich finde das sehr, sehr nett mit der Idee, dass diese Icons hier auch gleich Lichtquellen sind auf unserem Charakter. Finde ich sehr hübsch. So, also wir haben jetzt hier noch nicht so viel Zeug hier tatsächlich, aber sehr aufgeräumt und da können wir also alles nochmal einsehen, was wir bislang so schon freigespielt haben. Und ausrüsten dann, ja. Genau, und in diesem Abenteuer haben wir ja auch diese, ja, haben wir einen Fluch, ne, der lastet auf uns. Das müssen wir jetzt quasi verkraften. Dafür haben wir vorhin diesen Segen verdient und das gleicht das alles jetzt wieder ein bisschen aus. So, weiter. In einem geschäftigen Marsstädtchen wirst du von einem Händler angesprochen, der kurz davor steht, sein Geschäft zu verlieren. Gib ihm 10 Gold, kannst ja ruhig machen, du hast 88. Ja, das ja. Wollte ich vorhin machen, aber da hatte ich gar kein Gold. Jetzt mache ich das endlich mal gucken, was passiert. Du wirst es nicht bereuen. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Ah, so, sehr schön. Das klingt doch gut. Okay. So, und dieses Zeichen, ich möchte jetzt mal fast unterstellen, dass dieses Token, das wir jetzt bekommen haben, dass uns das später dann eine Folgekarte geben wird. Okay, und wie ist das jetzt? Also ist der Boss dann auf dieser Ebene oder kann es noch eine Ebene geben? Ich weiß es nicht, aber du hast mich das jetzt schon dreimal gefragt. Ich habe dir schon dreimal gesagt, ich weiß nicht, wann der Boss kommt. Vielleicht kommt er nach 3 Runden, nach 4, keine Ahnung. Ich meine, wovon ist das abhängig? Ist es so, dass die Spielrunde jetzt 3 Stunden geht sozusagen? Oder ist es so im Schnitt, kann man sagen, das ist eine halbe Stunde oder sowas? Ich weiß es nicht. Willst du kurz googeln? Ich weiß es nicht. Ich gehe noch 2 Karten, ich werde dich das nochmal fragen gleich. Ja, da hast du recht. So, das machen wir nicht. Das habe ich vorhin schon gemacht. Das fand ich doof, weil dann wirst du auf die nächste Ebene transportiert und du verpasst die Ereignisse da. Ah, okay. Und wir wollen uns ja nach Strich und Faden verdreschen lassen, wenn man unseren bisherigen Leistung glauben kann. Und deswegen machen wir das. Jetzt zum Beispiel. Okay. Ja, ich glaube, das werden jetzt ein paar Gegner. Ja. Mach das Samokles. Hab ich. Sehr gut. Aber gut, das verlässt sie auch nur ganz dezent. Es gibt ein paar Eigenschaften, die sind richtig stark. Das jetzt ist mehr so. Könnte geiler sein. Was gibt's noch? Ich hatte mal eine Waffe, mit der konntest du so einen Eispfeil oder sowas schießen, Gegner kurz einfrieren. Ich hatte eine Waffe, die macht so einen Feuerflächenschaden, was sehr geil war. Und bei diesen Kärtchen da unten, dann halt sowas, dass du irgendwie kurzzeitig schneller angreifst oder sowas. Was tatsächlich aber sehr mächtig sein kann, wenn du jetzt hier so eine rasend schnelle Kombo da durchjagst durch die Gegner rein. Mhm. Das kann schon sehr viel bewirken. Aber unsere Waffe ist jetzt einfach scheiße, muss man leider sagen. Normalerweise hat man da auch schon früher eine bekommen. Wir hatten jetzt einfach Pech. Aber so ist es halt, Kartenspiel. So, geht ja noch. Ja, da ist er im Wasser, da wohin gehört. Und ein Wasserfall runter, wahrscheinlich. Ich würde mir gerne unser Gold ausgeben, wir haben ganz schön viel. So ein Händler wäre es jetzt. Okay, Fehlschlag rechts. Ich sage, der Fehlschlag ist zweite von links. Okay. Und du sagst? Ich sage ganz rechts der Erfolg. Den Rest habe ich nicht gesehen. Das sind 3 Erfolge und ein Fehlschlag. Ja. Beide rechts. Langsam haben wir zumindest diesen Bogen raus. So, 3 Gewinnkarten. Ja, damit. Ah, jetzt können wir uns was aussuchen. Der Söldnervertrag ist ganz cool, glaube ich. Ja, irgendwas habe ich darüber gelesen. Der gibt Gold, aber ich bin tatsächlich für den hier, okay. Weil wir haben so eine blöde Waffe. Und das ist ein gutes Schwert. Ist auf jeden Fall besser als unser Jeder Treffer führt langsam das Ziel durch Kälte, das ist gut, genau. Tatsächlich. Ja. Nehmen wir. Mhm, Ration. Auch gern gesehen. Hä? Was ist jetzt los? Okay.
Ah, und gleich der Herr. Ja, ah, okay. Der Händler, sehr schön. Verstehe. Ich freue mich sofort hin. Der kann uns bestimmt heilen, der Priester. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Ja. Wir haben dir viel zu bieten. Wehe, wenn nicht. Wir haben nämlich viel Gold und wenig Lebenspunkte. Und ein paar Rationen sollten wir, glaube ich, auch noch kaufen. Flüche entfernen kann man dann auch, wenn man irgendwelche Flüche bekommt, oder wie? Das ist ja dieser Malus, den wir schon vorhin hatten. Den könnten wir jetzt entfernen lassen, wenn wir Gold hätten, was wir nicht haben. Aber wir könnten es tun. Aber ich würde es nicht machen, weil ich habe also bislang den Eindruck gehabt, dass es sehr viel wichtiger ist, sag ich mal, seine Nahrung zu haben und weil du es auch für manche Quests wieder brauchst. Und halt einfach, dass du nicht verhungerst, weil verhungern ist halt echt blöd, wenn du 2-3 Karten vor dem Boss dann halt einfach eingehst. Das könnte besser laufen. So, jetzt sind wir zumindest schon mal geheilt. Jetzt gucken wir nochmal, dass wir ein bisschen was zu kauen holen. Nochmal oder reicht das? Das müsste reichen für den Durchgang, oder? Lass uns mal gucken, ob wir noch irgendwas verkaufen können. Ja, da können wir doch unsere blöde Rüstung verkaufen, oder? Die brauchen wir sowieso nicht. Weg damit. Komm her, Nil, weg damit. Das passt schon. Wir sind heute einfach mal mutig. Middle of the road in every way. So, und dann gucken wir mal, was er sonst noch irgendwie hier so macht. Ah ja, gut, Segen ist wahrscheinlich auch schweineteuer. Aber da könnte man sich jetzt halt nochmal so einen richtig ordentlichen passiven Bonus holen. Den zum Beispiel, den hatte ich vorhin, der hat mich dann mit Ach und Krach noch bis zum Boss gebracht. Nämlich, dass du, wenn du mit einer Axt kämpfst, dass jeder getötete Gegner dir 3 Gesundheitspunkte zurückgibt. Das ist schon nicht schlecht. Das kann man machen. So, aber ich glaube, das reicht uns erstmal, oder? Ja. Hört man eigentlich in unserem fantastischen Video auch den Sprecher, weil ich finde den hervorragend. Ja klar, den hört man. Ich finde diesen Sprecher wirklich ausgezeichnet, diese Idee, dass er halt auch wirklich schön gestikuliert und dass er da die Karten schweben lässt und diese Tokens schweben lässt, das finde ich richtig nett. Ja, was sich dahinter verbirgt, könnt ihr eigentlich selbst dann sehen, wenn ihr das Spiel zulegt, wenn ihr euch das Spiel kauft. Bei Steam ist es verfügbar und würdest du sagen, das lohnt sich dann? Also von dem, was ich bislang gespielt habe, ja. Ich glaube, man darf kein tolles Actionspiel erwarten, aber also es ist nicht mehr als das, was wir hier sehen. Aber ich finde allein diese Idee, die finde ich super gut und ich finde, sie ist auch wirklich charmant umgesetzt. Also ich finde, es hat total Atmosphäre und Stil. Ja, ich finde, es sieht cool aus. Ich finde, der Typ sieht cool aus, er klingt cool. Mir macht es total Spaß, nur seine Kommentare anzuhören. Die sind halt nur auf Englisch. Ja, muss halt, sag ich mal, also sollten entsprechende Sprachkenntnisse schon vorhanden sein, weil die Untertitel allein, glaube ich, bringen nicht so viel Flair. Okay. Aber ja, also mir gefällt es bislang auf jeden Fall sehr gut und ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ja, so wie du es jetzt auch tust, jetzt die ganze Zeit, er kann eigentlich kaum aufhören und nee, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch cool, dass es mal was anderes ist, dass es irgendwie so nicht in diesen festen Genres, wie immer irgendwie neue Spiele, die halt sind oftmals das, was es schon vorher gab und das ist mal was anderes, das ist schön. Ja, ich finde... Auch dieser Mix auch zwischen Echtzeitkämpfen und dann aber gleichzeitig so ein bisschen dieses taktische mit Karten. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Was ich übrigens glaube, was mir so gut dran gefällt, ist, dass sie dieses Konzept auf Kickstarter damals genau so vorgestellt haben und auch genauso umgesetzt haben. Also die haben nicht irgendwelche so halbgaren Rückzieher gemacht und oh nee, komm, wir müssen doch leider unsere Erwartungen nach unten korrigieren oder so, sondern sie haben wirklich diese Idee gehabt und sie haben sie auch umgesetzt. Und das ist ja, wie wir heutzutage wissen, leider keine Selbstverständlichkeit bei Kickstarter-Spielen. Aber hier hat's mal geklappt. Ja, und es wurde von Erfolg gekrönt auch, denn das Spiel ist, glaube ich, momentan auch so auf dem 4., 5. Platz der Steam-Verkaufscharts, was schon mal ein guter Erfolg ist. Sogar vor Darkest Dungeons im Moment, was genau schon mal eine Ansage ist. Und von Evolve, vor Evolve auch sowieso. Ja. Ja, wenn euch das gefällt, Hand on Fate... Hand off. Gott, irgendwann lerne ich diesen Titel auch mal. Wunderbar. Wir blenden ihn nochmal unten ein. Genau, wir schneiden das alles weg jetzt. Ja, wenn es euch gefällt, geht auf Steam und holt euch das. Es ist auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, ein Anspiel wert. Come now, hurry up. We don't have forever.